Erdbeerfelder, herrliche Blüten von malerischer Pracht, in einem Umfang, wie die meisten von uns sie nicht kennen, kennzeichnen das Erdbeerparadies Stauffenberg. Seit über 100 Jahren werden hier Erdbeeren angebaut, weil der Weinbau infolge der großen Konkurrenz nicht mehr ertragreich war. Allerdings werden die Erdbeeren nicht gleich mit Schlagsahne geerntet. Zwischen der weltbekannten Bäderstadt Baden-Baden und dem herrlichen Murgtal liegt das idyllische Bergdorf Stauffenberg. Des Bodens bildet hier die Grundlage für eine besonders gute Frucht. Trotzdem bedarf der Boden einer dauernden, gründlichen Bearbeitung und auch einer guten Düngung. Doch auch dazu gehört eine langjährige Erfahrung. Der Boden darf nicht länger als 4 Jahre mit der Erdbeere bebaut werden und mindestens für 2 Jahre muss dann auf demselben Boden der Anbau einer anderen Frucht erfolgen. Schon die wunderschönen Blüten, die eine gute Ernte erwarten lassen, sind der Lohn für gewissenhafte Arbeit. Besonderer Pflege bedürfen vor allem die Neukulturen. Es ist von großer Wichtigkeit, gerade die jungen Pflanzen vom lästigen Unkraut freizuhalten. Schon nach kurzer Zeit ist der erste Fruchtansatz zu sehen. Mit der Ernte kann bald begonnen werden. Den ersten Erntemarkt lässt die Gemeindeverwaltung öffentlich ausschellen. Und bereits Ende Mai gibt es die ersten Früchte. Bei der Ernte muss Jung und Alt tatkräftig mithelfen. Man muss mit besonderer Sorgfalt zu Werke gehen, damit die reifen Früchte nicht zertreten werden. Selbst die Schule macht Konzessionen und die Kinder erhalten Erdbeerferien, um die Ernte rechtzeitig einzubringen. Die Erdbeere wird nicht gepflückt, sondern gebrochen. Dabei darf die Frucht möglichst nicht mit den Händen berührt werden, weil sie sonst an Haltbarkeit und Ansehen verliert. Thank you.
mussten die Pflanzer ihre Früchte in weit entlegene Orte wie Rastatt, Wildbad, ja sogar bis nach Straßburg bringen, ohne die Gewähr zu haben, ihre Ware loszuwerden, und waren oft der Willkür der Käufer ausgesetzt. Dementgegen hat nun die Gemeindeverwaltung selbst den Vertrieb übernommen und damit die Erzeuger von der größten Sorge befreit. Durch dieses organisatorische Eingreifen der Gemeinde sind für den Pflanzer erhebliche Erleichterungen eingetreten. Die Anbaufreudigkeit wurde stark angeregt, weil er jetzt die ganze Kraft dem Anbau und der Ernte der Erdbeere widmen kann. Um die umfangreichen Geschäfte abwickeln zu können, wurde eine große Markthalle gebaut. Auch die Besorgung der Transportkörbe übernahm die Gemeinde. Die bei Sonnenaufgang gepflückten Früchte werden auf leicht gefederten, besonders konstruierten Wagen zur Halle gebracht. Erdbeeren werden gewogen und je nach Qualität in Posten bis zu 500 Pfund gestapelt. Die Nummern an den Körben kennzeichnen den einzelnen Anlieferer. Bis zu 300 Zentner Erdbeeren werden täglich angeliefert. Die Ware wird zweimal am Tage in der Halle versteigert. Der Bürgermeister selbst leitet die Versteigerung, bei der es im Gegensatz zu anderen verhältnismäßig ruhig, ja beinahe gemütlich zugeht. Sofort nach der Versteigerung wird die Ware verladen und zum Versand gebracht. Hier geht ein Eiltransport zum D-Zug nach Hamburg. Noch in derselben Nacht werden die Erdbeeren per Flugzeug nach London gebracht, wo bereits am frühen Morgen den Londoner Hausfrauen Stauffenberger Erdbeeren feilgeboten werden. Zweimal in der Woche rechnet die Gemeinde mit den Anlieferern ab. Somit sind die Erzeuger auch der finanziellen Sorge enthoben. Denn der Erlös der Versteigerung, abzüglich einer kleinen Verwaltungsgebühr, kommt restlos den Pflanzern zugute. Durch diese mustergültige Organisation der Verwaltung wurde die Privatinitiative nicht vermindert, sondern im Gegenteil stark gefördert. Die schmackhafte Frucht findet verschiedene Verwendung.
Damit die Erdbeeren auch im Winter frisch genossen werden können, werden sie sofort nach der Ernte tief gekühlt. Dadurch bleibt im Gegensatz zum Sterilisieren die natürliche Beschaffenheit der reifen Frucht und das lebenswichtige Vitamin C voll erhalten. Auf diese Weise hat man zu jeder Jahreszeit frische Erdbeeren. Nach der Ernte findet in Stauffenberg alljährlich das Erdbeerfest statt. So hoffen und wünschen wir, dass die nächsten Erdbeerende genauso ausfällt wie die diesjährige, zum Wohle der Gemeinde, zum Segen der allen. Sich beim Erdbeerfest vergnügt, denkt die ältere Generation bei einer zünftigen Erdbeerbowle vielleicht schon wieder an die blühenden Erdbeerfelder des nächsten Jahres.